9. Von Hotelbesucher. Es sieht doch, du Mistkipper! In keine Ahnung wie vielen Sekunden auf Futureline. Der Aggressive. Grüezi, hätten Sie vielleicht noch ein Doppelzimmer frei? Ja, wäre es denn für Ihre Frau und Sie oder für Ihr Kind? Oder wie wissen Sie, wir müssen das wissen wegen dem Preis? Es ist für meine Frau und für mich. Ah, okay, wissen Sie, dann bringt sie mir Cash Cash. Ich werde jetzt nicht langsam einspuren, gar nicht wieder im Fall, dann können Sie Ihr Cash 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 vergessen. Also wissen Sie, die dann ist durch, Sie können weggehen, wenn Sie uns Cash 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 weggeben. Ey, was glaubt ihr? Der Aslak. Grüezi, was hätten Sie gern? Kollege, deine Mutter, Alter. Gib mir ein Zimmer. Was hätten Sie gern für ein Zimmer? Ein Doppelzimmer? Ein Suite? Oder was hätten Sie gern? Oder ein Einzelzimmer? Haben Sie kein Viererzimmer? Ja, dann bumse ich halt 3 auf ein Bett, Alter. Also, es tut uns sehr leid, aber Viererzimmer haben wir leider nicht. Was, Alter? Es hat 4 Sterne. Wenn ich 4 Sterne ums Hotel wache, denke ich Sterne für Bett. 4 Betten, 4 Sterne. Checkst du, dumme Kind, Alter? Wenn wir ein 4-Sterne-Hotel sind, wir haben leider kein Viererzimmer. Deshalb schauen Sie, Sie können das Zimmer buchen oder das. Aber das andere gibt es leider nicht. Okay, okay, laber nicht so viel Scheiße. Gib mir 2er Zimmer. Hätten Sie gerne ein Doppelzimmer mit morgen, zum Mittag und zum Nacht oder nur ein Doppelzimmer mit morgen? Also, zum Nacht wird der Aufpreis und zum Mittag wird der Aufpreis kosten. Und die Minibar kostet jedes einzeln. Was? Bist du fertig? Okay, einfach alles. Da wäre Ihr Zimmer schließen. Danke. 4 Tage später. Also, wie ich von der Karte ablesen kann, beträgt die Rechnung bis morgen und weiter um 4000 Franken. Hä? Bist du behindert, Alter? Zahle ich sicher nicht. Der Bünzli. Grüezi! Gut, ich hätte gerne ein Einzelzimmer. Dann würde ich Sie bitte schnell einmal unterschreiben für das Einzelzimmer, Ihren Namen und das, was Sie wollen. Also da bei der Suite ist da zum Morgen, zum Mittag und zur Nacht ein. Ja, und der Zwiebel auch. Der Zwiebel auch? Genau. Gut, was bei mir als Serie? Ein Schöckeli und ein Stück Weissbrot, oder? Genau, das, was Sie wollen. Aber nur kein Milch, kein Schöckeli, nur Schweizer Schöckeli. Gut, dann noch einmal einen Stempel drauf. Wünsche ich Ihnen einen ganz schönen Aufenthalt. Danke vielmals. Die immer aufs Handy schaut. Grüezi, was hättet Sie gern? Grüezi. Ich hätte gern ein Zimmer. Was hättet Sie gern für ein Zimmer? Ein Zimmer, zwei Zimmer, drei Zimmer, fünf Zimmer, sechs Zimmer, sieben Zimmer oder President Suite? Ich hätte gern 4 Zimmer. Also hätte sie gern 4 Zimmer, das wird 250 Franken machen und 50 Franken WLAN-Gebühr pro Zimmer. Ja, easy. Ich zahle morgen. Dann morgen. Lass mich nicht im Stich, wenn dein Display dreht. Wer ist da und lässt mich alles, wer ist schlafen? Grüezi, das wird Rechnung für ihre 4 Zimmer und für ihre 4 WLAN-Gebühr. Was? Ich kann aber nur 1 Zimmer buchen. Also Entschuldigung, Sie haben ausdrücklich gesagt, dass Sie 4 Zimmer und 4 WLAN zahlen. Nur weil Sie an Ihrem scheiß Handy okay, ist das nicht eure Schuld. Sie müssen einfach zahlen und wenn nicht, können wir die Polizei kommen, dann werden Sie abgeführt und Ihr Handy wird konfisziert. Der Deutsche. Hotel Banana. Ich würde mein Hotel nie Banana nennen. Diese Bananen in der Birne. Grüezi! Grüezi, Grüezi! Ich hätte gerne ein Zimmer.
Ja, in welchem Stock wollen Sie denn das Zimmer? 1, 2, 3, 5 oder 7? Ja, ich hätte gerne den Stock 4. Also, der Stock 4 liegt zwischen dem 3 und dem 5 und es ist eben kein richtiger Stock. Und deshalb sind die Zimmer dort auch nicht so komfortabel wie der normale Stück. Gut, dann nehme ich den 6. Stock. Es geht leider nicht, weil auf dem 6. Stock ist die President Suite und die kostet über 150'000 pro Nacht. Und ich bezweifle sehr, dass ihr sich das leisten könnt. Oh mein Gott! Das ist doch der Oberknüller! Ich kann es mir sehr wohl leisten! Ich nehme diese Suite! Also ich wette es aber bis auf den letzten Rappen. Da ist dann Ihr Zimmerschlüssel und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Okay, Sie bekommen sogar 2 Euro Trinkgeld. Der Ungeduldige. Ja, komm, schreibt bitte. Geht das nicht ein bisschen schneller? Könnten Sie bitte kurz warten? Es ist ein wichtiges Telefonat. Ja, kann ich zurückrufen? Ah, danke, Ade. Ja, was hätten Sie denn gern? Ja, weißt du, ich habe es sehr interessant. Ich habe heute Abend noch ein Meeting. Und da wäre ich checken. Merken Sie bitte, ne? Ja, schon, aber das geht nicht so schnell. Ich brauche Namen, Datum, Adresse und Telefonnummer. Mein Name ist Isla Hedge, ich wohne unter Bündnis 2. Mein Telefon ist... Also, könnten Sie das nachher ein bisschen langsamer sagen? Wir haben ein Formular, das wir ausfüllen sollten und das kann ich nicht so schnell. Jetzt haben Sie gut, ich weiß nicht, was Sie machen. Ich muss mich noch umziehen, ich muss noch duschen, ich muss noch zappen. Also machen Sie es mal ein bisschen weiter, danke. Also, dann müssen Sie einfach anheben und ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt. Der Partygänger. Im Optimalfall. Also erstens bitte nicht so wild und sollte ich Ihnen ein Zimmer zu unterschwimmen im Keller geben, dass Sie Ihre Musik so laut aufdrehen können, wie Sie wollen, weil es ist ein Luxushotel und man sollte Ihre Ferientage hier können geniessen. Okay, machen wir es so! Okay, wenn Sie so gerne feiern, hätten wir da noch ein spezielles Silvesterangebot. Was? Also wenn Sie bis in die Nacht feiern wollen, was ich eh glaube, dann kostet es 50 Franken. Und ich bitte Sie, den ganzen Tag, wenn Sie da oben sind, im Luxushotel, ein bisschen normal sich zu benehmen. Okay, das will ich. Okay, wollen Sie mal bitte folgen? Sicher. Ja, Sie sind im 100. Stock. Bitte warten Sie, bis der Lift kommt und bitte machen Sie ihn nicht kaputt. Bitte messen Sie Ihre Luftschächer. Das ist ein Luxushotel. Da haben wir auch VIP. Bitte steigen Sie. Der Lift ist da. Bla bla. Putzgatzen. Der Lift ist da. Englisch Laberer. Yo, ich bin's, eins Löwe People. Grüezi, Herr Löwe People. Was hätten Sie denn gern für ein Zimmer? Mehr? Einer, zwei und drei? Ja, ich take ein Triple Zimmer. Weißt du, dann kann ich so ein bisschen quer über den Bett liegen. Okay, das würde ich dann 300 Franken pro Nacht machen. Ich bräuchte Ihre Unterschrift. Ja gut, aber ich will schon, dass die drei Betten so fly am Bein sind, aber ja schön. Danke vielmals. Jo, du hast schon nice Splash fressen, Mann. Wir sehen uns später, Mann. Ja, Leute, das ist sie mit. Gegen seine Splash-Fresse. Da oben war ich. Hashtag no face. Also, komm mal an. Danke dem Psycho da. Danke dem Behinderten da. Und danke an mich. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Abonniert, liken. Tschüss.